Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 623 und wir stehen vor den ersten Mods. Genau. Wir haben hier Tankstellen und eine Verkaufsstation. Wir fangen mit der Tankstelle an. Die Tankstelle hat so ziemlich alles. Das, so wie ich das mitgekriegt habe, da ist die Charging Station. Das heißt also, hier geht das Ganze elektrisch, hier geht das Ganze auch normal tankstellenmäßig. Und wir haben immer ein Licht bei. Und das Ganze steht auf so einem Palettengehäuschen. Das heißt, theoretisch kann man es auch dann wohl verstellen. Wo dann allerdings der Sprit herkommt, weiß ich nicht. Aber so sieht das Ganze aus. Das ist Variante 1. Ne, da habt ihr die Variante 2. Das ist dann die rein Elektro-Version hier. Ne, das sieht dann auch ein bisschen anders aus. Und das hier ist die Variante 3. Die läuft einfach nur unter Unterstand. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier auch aufladen kann oder nicht. Sieht wohl so aus, dass es mal eher aussieht wie eine, ne, die könnt ihr euer Telefon aufladen, aber warum auch immer. Wenigstens das steht jetzt auch nicht unter Tools, ne, ich habe es jetzt nicht ausgewählt, muss ich zugestehen, sondern das steht einfach unter Gebäude, was dann wieder komisch ist. Diese hier stehen unter Tankstellen, also ich gehe davon aus, dass es Phone Station ist, das hier ist Strom und das hier die normale Tankstelle ist. Also die könnt ihr dann schön nebeneinander klatschen, also diese hier macht nicht beides, ne, also nicht mit den Stromanschlüssen, die verwechseln, so wie ich das fast getan hätte, sondern das ist nur, um nebenbei das Telefon zu laden. Und das ist halt Strom, das ist die normale Tankstelle. Das ist der ganze Trick. Ja, wir laufen weiter und kommen jetzt zu einem Supermarkt, genau. Da habe ich leider den Boden nicht richtig angepasst, aber sonst seht ihr selber, das ist halt hier normaler Supermarkt über eine Marke, ne, die man dann, und hier hat man halt den Verkaufspunkt schön versteckt. Hier noch eine Runde Recycle-Geschichten. Ne? Hier wird noch ein bisschen Müllsortierung betrieben und sowas, und das ist es halt. Warum den Verkaufspunkt? Ja, weil der ziemlich viel hat. Ich weiß das nicht genau. Wir gucken einfach mal, wenn ich den ganzen Spaß hier hin mache, dann seht ihr, ne, das Ding steht halt hier unter Schätz. Warum auch immer, ist halt eine Telefonladestation. Ne? Irgendwie komisch ist aber so. Unter Tools haben wir dann die beiden Tankstellen. Da kostet die normale Tankstelle halt, ne, für Biogas, Methan und sowas zu tanken hier. Ne, das ist, die liegt bei 5.000 und das ist die Ladestation elektrisch, die liegt bei 3.250. Ne? Das ist der Punkt. Unter Produktion, Verkaufspunkte, seht ihr hier hinten, das ist der Supermarkt, den wir setzen können. Und der hat, wenn es hier durchgeht, die ganzen normalen Standardsachen drin, aber der hätte auch ganz einen Haufen Zusatzsachen, wie andere Früchte, wie Birnen und all so drum und dran. Ne, hier ist jetzt auf der Karte nichts weiter eingetragen, deswegen das nicht. Also das ist ein Universalpunkt, wo schon relativ viel eingetragen ist. Wenn ihr also mal was habt und sagt, oh Gott, das kann ich gar nicht verkaufen, habt ihr hier natürlich eine gute Möglichkeit, den mal zu testen, ob der es nicht mit drin hat. So einfach ist es, deswegen habe ich den mal dazu genommen. Liegt bei 60.000, wenn man den dann gebraucht, wenn man sonst nicht loswerden kann. Ja, dann ist es halt so, ne? Dann muss man es halt so machen. So, dann hüpfen wir mal aufs Feld, das war schon mal grundsätzlich falsch. Wir hüpfen einfach mal hier hin. Und wir fangen einfach mal an mit diesem guten Stück hier. Da haben wir nämlich einen kleinen, wunderprächtigen, das seht ihr hier auch schon, mit der passenden Steuerung, ne, dabei. So, das wieder zu. Wir haben hier vorne noch, da können wir, ne, die kleine Klappe aufmachen und hier an der Seite noch die Tür. Das ist der Steuerungspart, das hier ist ein UAZ, ne, darunter läuft das Ganze dann. Der läuft als Mod unter 39095, glaube ich. Ne? Also so sieht er dementsprechend aus. Ich mache mal den normalen Lichtpart an. Dann seht ihr, kommt in drei Stufen. Das ist auch schon, sieht schon alles mehr als okay aus. Wir haben jetzt hier einen Blinker, der an drei Stellen sogar oben an der Seite noch funktioniert. Also auch das sehr schön gemacht, kann man nicht anders sagen. Wenn wir uns den Innenbereich angucken, hier spartanisch einfach. Aber wenn wir Licht anmachen, haben wir schöne die Standard uralt grüne Hintergrundbeleuchtung. Nur das Radio sieht ein bisschen moderner aus. Ne? Also wie gesagt, das ist schon eine schöne Geschichte. Wenn wir hier Hilfe anmachen, dann seht ihr hier, das läuft hauptsächlich über Tastengeschichten. Ne? Ich kann jetzt hier das Ganze machen. Dann seht ihr, habe ich hier jetzt aber so keine Steuerung. Ich habe nur von außen halt dementsprechend die Steuerung gehabt, dass ich das per Kreuz machen konnte. Ne? So, wir gehen mal wieder in die Außenansicht und dann sagt ihr, okay, die ganzen schönen Zeichen da. Und was ist das für eine Missing-Action-Geschichte? Die ist ganz simpel erklärt und die zeige ich euch jetzt auch. Wir haben einmal die Abdeckung abzunehmen, dann haben wir unsere eigentliche Arbeitsplatte, schönes Diamantblech. Jetzt kommt das X, nämlich die Fehlfunktion. Dafür muss ich den Motor anmachen, sonst ist das mein Fehler. Dafür geht die Klappe hinten auf. Und wenn wir nämlich jetzt noch L drücken, kommen die Spanngurte und schon wisst ihr, ah, da gehen Paletten drauf oder auch ein Ballen oder was auch immer ich möchte. Genau, und das X ist dann einfach nur zum Auf- und Zuklappen.
So, ich mache jetzt mal wieder aus zum Fahren. Ah, ich mache mal alles wieder zu. So, und dann gucken wir uns das Ganze einmal hier im Shop an. Der ist unter Autos zu finden. Da seht ihr es. Da ist auch die Typenbezahlung, wie ich sagte. UAZ 39095, 84 PS und das ist es. Ne, ihr könnt hier ein bisschen andere Felgen setzen. Das habe ich gemacht. Die moderneren Varianten. Design ist getönte Scheiben oder nicht. Das ist der ganze Trick schon. Und das hier vorne ist der kleine Schutzfänger da vorne vor. Und Hauptfarben, wie gesagt, da könnte man einiges hier ändern. Bei Felgen nicht ganz so viel, aber halt die Kabine lässt sich vorne ändern. Das ist schon der ganze Trick. Dann seid ihr selbst, wenn ihr ein bisschen dran rumdoktert, immer noch unter 30.000 für einen selbstfahrenden Transport von zwei Paletten oder zwei Ballen oder sowas in der Richtung. Ja, das ist es in dem Sinne. Und dann würde ich sagen, damit drehen wir jetzt auch einfach mal eine Runde. Ja, fährt einwandfrei, Bremsleuchten funktionieren, Rückfahrleuchten funktionieren. Das ist schon eine ziemlich coole Angelegenheit, muss man sagen. Das hat man ja nicht unbedingt immer. Ne? Und ich würde sagen, ich packe ihn einfach mal hier und stelle ihn ab. Weil wir sind noch nicht am Ende. Genau, wir haben nämlich hier noch eine freundliche Variante, nämlich noch einen Landini-Traktor. Nämlich Landini Serie 7 in dem Fall jetzt hier. Steht natürlich schlechter, da steht es. 7, ja, genau. 7230, ne? Dann seht ihr hier schön hier die ganzen Gittergeschichten und sowas, das Landini-Schild vorne. Das sieht alles sehr, sehr ordentlich aus. Wir haben hier mal einen Hauer Frontladergeschichte mit dran gemacht. Auch das ist hier mit drin. Hier sind Gewichte drin. Die Felgenfarbe und Hauptfarbe und sowas, das lässt sich dementsprechend dann auch ändern. Wir gehen einfach mal im Shop. Den finden wir unter mittlere Traktoren, glaube ich. Ja, da ist er, ne? Drücken wir drauf und dann seht ihr hier, wir können hier die Variante noch einstellen, 190 oder 225, mittlere Zeit 210 PS. Wir haben Reifenversionen, wie gesagt, mit Radgewichte, Breitreifen, Zwillingsbereifung, nur hinten, hinten und vorne und eine Pflegebereifung. Also alles da, ne? Rundumleuchtendesign, das ist dann halt irgendwelche Farbsachen. Da habe ich, glaube ich, weiß drin gehabt jetzt in der Version. Wir haben hier Quicke und Hauer ganz normal dabei und Hauptfarbe, wie gesagt, da könnten wir auch das Ganze mal in einem schönen Grau komplett absetzen. Die Designfarbe mal in Rot machen. Da haben wir schönen roten Streifen da drin. Und die Felgenfarbe in Rot. Ne? Da sieht das schon mal ein bisschen anders aus. Da kann man ein bisschen was dran machen. Und das Nummernschild ist dann auch machbar. Und so hat man halt, wenn man jetzt hier den größten Motor nehmen würde, haben wir bei 170.000 für die 225 PS Variante. Ne? Sieht sowas ganz ordentlich aus. Schön gemacht. Wir hüpfen eine Runde rein. Machen hier mal kurz den üblichen Test. Da haben wir nämlich das normale Licht vorne. Das ist das Licht und Arbeitslicht hinten. Schön in eine Runde gezogen. Und das obere Arbeitslicht. So, dann die Rundumleuchten. Das hier soll jetzt weiß darstellen. Ne? Das sieht man, das ist vielleicht ein bisschen greller wie das normale oder ein bisschen heller wie die normalen in der Größenordnung. Das kann man dadurch sehen. Und der blinkende Part funktioniert halt über die Ausläufer und halt hinten über den hinteren Fender-Part. Wenn wir reingehen, so sieht die Innenausstattung aus. Wenn ich so Licht anmache, passiert hier nicht viel. Wenn ich den Motor anmache, dann sehen wir, ne, da ist ein Unterschied. Dann werden die Tasten hier beleuchtet. Ne, und auch der Armaturenbereich Mitte wird dann auch beleuchtet. Wenn wir jetzt die F1 drücken, dann sehen wir, wir haben jetzt eine Maussteuerung. Da gehen wir mal in den Außenbereich zurück. Wenn ich beide Maustasten gedrückt halte, dann kann ich hier vorne nämlich, ne, eine Höhenanpassung vornehmen, wie ihr seht. Also das ist, da können wir das Ganze schön hochziehen, dann können wir so ein bisschen das Ganze anpassen hier noch. Das kommt noch dazu. So, dann mache ich ihn erstmal wieder aus, mache die Hilfe wieder aus und ja, dann würde ich sagen, dann drehen wir damit noch eine Runde. Zackig, knackig 52, das läuft also schon mal super. Bremsleuchten hat er, Rückfahrleuchten hat er jetzt keine. Aber wie gesagt, das ist auch nicht ganz so wild. Ich stelle ihn jetzt hier einfach mal so daneben. So, dann wisst ihr schon, was kommt. Genau, das gute Schlussbild. Da sind wir nämlich dann auch schon.
Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.